Eine Sinusitis ist eine Entzündung der Schleimhaut in den Nebenhöhlen, also der Nasennebenhöhle und der Stirnhöhle. Und bei jedem Schnupfen gibt es diese Begleitentzündung der Schleimhäute. Eine Sinusitis entsteht durch die virale Infektion. Es kommt zu einer Anschwellung der Schleimhäute in der Nase und in den Nebenhöhlen. Und diese angeschwollene Schleimhaut gibt ein Sekret ab, eine Flüssigkeit, die dann eben auch die Nebenhöhlen füllt und dieses Druckgefühl gibt. Also eine Stirnhöhlen- oder Nasennebenhöhlenvereiterung unterscheidet sich von einem normalen Schnupfen dadurch, dass es zum Druckschmerz kommt im Bereich dieser Nebenhöhlen. Und das ist eben ein Zeichen davon, dass die Sekrete, die Flüssigkeitsansammlung nicht mehr sich in die Nase entleeren kann. Die ersten Symptome sind meistens ein Drücken im Stirnbereich, eine Schleimbildung im Nasen und ein bisschen im Rachen auch und hin und wieder auch wirklich so ein Schwitzen, während ich schlafe. Dass ich keinen normalen Schnupfen habe, wurde mir bewusst dadurch, dass ich eben diesen Druck in der Stirn habe, wenn ich den Kopf nach vorne beuge, die Schmerzen stärker werden und eben auch eine erhöhte Schleimbildung im Nasen- und Rachenbereich. Also die Symptome einer akuten Sinusitis sind Schmerzen im Gesichtsbereich, also im Bereich der Stirnhöhle, der Stirn, der Nebenhöhlen. Und diese Schmerzen nehmen oft zu, wenn Sie den Kopf nach vorne beugen. Das ist ein typisches Zeichen, ein diagnostisches Zeichen. Und wenn die Abflussbehinderung andauert, dann werden die Schmerzen so stark, dass Sie gerne ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Eine akute Sinusitis behandelt man zuerst gar nicht, das ist nämlich wie ein Schnupfen. Aber wenn die Beschwerden zu stark sind, dann kann man ein abschwellendes Schmerzmittel nehmen und abschwellende Nasentropfen. Und wenn diese Schmerzen im Gesicht, in den Nebenhöhlen andauern, über eine Woche, vielleicht bis zu 10 Tagen oder wenn sie wirklich sehr stark sind, dann sollte man Antibiotika nehmen, aber nicht gleich sofort beim ersten Schmerz, sondern erst, wenn die Beschwerden nicht zurückgehen mit abschwellenden Schmerzmitteln. Einen HNO-Spezialisten sollen Sie aufsuchen, wenn die klassische Behandlung zuerst mittels abschwellender Mittel und dann mittels auch Antibiotika keinen Erfolg gebracht hat und wenn die Beschwerden über mehrere Wochen andauern. Dann spricht man nach 3 bis 4 Wochen von einer chronischen Sinusitis. Ich leide mittlerweile schon länger an einer Sinusitis, es ist schon chronisch geworden. Ich habe am Anfang eben die einzelnen Schritte bin ich durchgegangen, erstmal mit Spülen etc., dann musste aber Antibiotika gegeben werden und jetzt bin ich schon beim Cortison-Nasenspray und werde wahrscheinlich demnächst auch Cortison-Tabletten zu mir nehmen müssen. Einen HNO-Spezialisten habe ich aufgesucht, als es dann wirklich chronisch wurde, weil ich habe dadurch auch hin und wieder rote Augen und morgens sind die Augen verklebt. Das hat mit den Tränendrüsen zu tun. Und da ist es so, dass es wirklich dann so mühsam wurde, dass ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen und seitdem auch eine Cortison-Spray-Therapie angefangen habe. Also bei der chronischen Sinusitis versucht man auch, die Abschwellung zu erreichen und die Nasenschleimhaut wieder so hinzukriegen, dass die Nebenhöhlen sich entleeren können. Das macht man mit Cortison. Cortison-Nasenspray zuerst über mehrere Wochen und wenn das nicht ausreicht, muss man Cortison in Tablettenform zu sich nehmen. Also schwere Folgen sind ganz selten. Es ist einfach sehr lästig, weil Sie über Monate die Nase zu haben, vielleicht auch eben Gesichtsschmerzen haben, ein unangenehmes Gefühl haben, sich krank fühlen, eingeschränkt sind in der Leistungsfähigkeit. Und ganz, ganz selten kann es auch zu Vereiterungen kommen, die dann übergreifen auf die Augenhöhle oder in andere Bereiche des Gesichtsschädels. Aber das ist extrem selten.